Cordoba-Legende und Chartstürmer. Bei der Preisverleihung steht er als Hans Krankl auf der Bühne. Ein paar Minuten später performt die Fußballlegende als Johann K. seine Lieblingshits und wird dann noch von FC Bayern-Legende Klaus Augenthaler gecrasht. Was für ein Abend! Aber alles der Reihe nach. VIP-Empfang der oberösterreichischen Nachrichten bei der Galanacht des Sports. Natürlich habe ich schon Auftritte von ihm im Fernsehen gesehen, aber live habe ich noch nie gehört, da bin ich sehr neugierig. Und glaube ich, wenn er nur annähernd so gut singt, wie er Fußball gespielt hat, dann wird das ein Wahnsinnskonzert sein. Also kein singender Skispringer auf der Bühne? Bitte bei mir nicht. Ich habe in der Volksschule befriedigend einen Dreier gehabt in Musik. Also meine Karriere ist eigentlich schnell zerstört gewesen, oder? Oder habe ich gleich einmal gewusst, meine Talente stecken woanders. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Lieber mit dem Hans Krankl singen oder mit der Silvia Schneider tanzen? Beides super. Wobei, Hans Krankl singen geht nicht, weil meine Kinder mir verboten haben zu singen. Ich habe zwei Kinder und die sagen, Papa, reden ist gut, aber singen geht gar nicht. Also ganz ehrlich, ich würde lieber mit Tom Walek tanzen, als mit Hansi Krankl zu singen. Aber das liegt daran, dass ich nicht besonders gut singen kann. Tanzen kann ich halbwegs. Und den Walek lasse ich auch noch gut ausschauen am Tanzparkett. Die LT1-Moderatorin schnappt sich aber einen anderen. Wir haben einen Quickstep getanzt und eine Rumba. Und die Rumba ist ihm sehr, sehr gut gelegen und es hat richtig Spaß gemacht. Und er ist ein konditionell fitter Tänzer. Kein Wunder, immerhin hat der Generaldirektor schon einige Kilometer in den Beinen. Ja, ich habe heute in der Früh den Morgen schon um 5:30 begonnen mit einem Intervalltraining. Ja. Und ich hoffe, dass mir das nicht nachhängt und dass ich die Mitternachtseinlage noch aktiv und mit offenen Augen erleben kann. Ich gehe auch zweimal in der Woche laufen, aber mit dem Dr. Gasselsberger möchte ich mich nicht messen müssen. Ich habe schon 6 Skitage in den Beinen und da werden sicher noch 3-4 Mal so viel folgen. Und ich gehe 2-3 Mal in der Woche zu Hause voll auf die Geräte eine Stunde und da fließt alles. Und daher Fitness ist einfach die Formel schlechthin. Wichtig dabei, nie unaufgewärmt performen. Und das ist auch sein Motto. Was hast du Sportliches schon geleistet heute? Heute, ich war auf der Bühne, das ist Sport genug. Und davor habe ich mich ungefähr 15 Minuten gestretched und etwas aufgewärmt. Wenn wir von Performance sprechen, dann ist Oberösterreich ganz weit vorne. Nicht nur in Kitz. Der Winz lässt sich trotzdem kurz auf der Galanacht des Sports blicken, mit einer Grußbotschaft. Vielen Dank fürs Daumen drücken. Liebe Grüße ins Puppenhaus. Genießen und unzählige Medaillen, Pokale und viel Gold an diesem Abend im ganzen Brucknerhaus verteilt. Dankeschön. Also, wir sind gespannt. Es ist toll, wenn man an all das denkt, was hinter diesen Auszeichnungen steckt, wie viel wir uns da mitfreuen konnten. Und dann wird es heute noch gewürzt mit dem Sieg vom Winz auf der Streif. Also, was will man mehr? Eine Stadt wie Linz, die wirtschaftlich so erfolgreich ist, da gehört auch das Leben dazu. Und das ist Kultur und ganz besonders auch Sport. Und wir schauen nicht nur zu beim Sport. Wenn man durch die Stadt mit offenen Augen geht, sieht man viele laufen. Es gibt viele Fitnessstudios und. Also wir sind wirklich relativ sportlich. Der Sports Life Award Austria geht an Hansi, überreicht von Klausi, quasi von Fußballlegende zu Fußballlegende. Diesen Award geben wir wirklich für das sportliche Lebenswerk, zeichnen wir hier Persönlichkeiten aus und den bekommt nicht jeder. Hans Krankl hat ihn sich absolut verdient, es gibt kaum einen erfolgreichen Fußballer wie ihn. Wie man sieht, kommt es sehr, sehr gut an. Das ist sicher eines der Ball-Highlights. Und die Eröffnung war toll, wie Sie gesagt haben. Und es kommen noch viele andere tolle Punkte. Er ist eine österreichische Legende, hat viele für den Fußballsport gemacht, im In- und Ausland. Und dementsprechend ist das gut, was heute passiert. Warum schlagen Fußballer eine Gesangskarriere ein, wenn man da an Toni Polster denkt zum Beispiel auch? Oder wäre das was für dich, eine Gesangskarriere? Nein, ist definitiv nichts für mich. Es gibt ein Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leistern. Und weil sich die beiden so gut verstehen, crasht der Klausi einfach Hansis Auftritt. Und die Ex-Kicker singen gemeinsam. Nein, er ist Profi.
Na, der Klaus ist super, weil der geht auf die Bühne und singt mit und das ist authentisch. Wissen Sie, was ich meine? Das ist authentisch. Da muss ich kein Sänger sein, aber der geht auf, der hat eine Freude mit einem Lied und singt mit und das ist super. Das hat er jetzt richtig gesagt. Es macht mir einfach Spaß. Wenn es nicht der Hans gewesen wäre und diese Lieder gesungen hätte, ich bin nicht der, der unbedingt auf die Bühne muss. Ich bin lieber im Hintergrund. Ich habe schon gemerkt, da drinnen in der Garderobe ist schon lustig geworden. Also ihr geht es nicht heim, oder? Ich bin durchgeschwitzt. Ich muss mich niederlegen und muss mich batzen. Ich weiß jetzt nicht, was batzen heißt, wobei ich Österreich ganz gut verstehe. Niederlegen. Aber ich glaube, ja, ich muss mich batzen, aber ich glaube, wir trinken jetzt noch ein Bierchen. Auf diesen schönen, ein Bierchen, aber mit, das gibt ja keine Ruhe. Auf diesen schönen Abend. Na dann, Prost auf den schönen, sportlichen Abend.